Morgen! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also morgen, es ist relativ, es ist 8.38 Uhr, bei mir zumindest. Fokus! Ah! 8.38 Uhr, 9.1. Heute ist Montag und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit wieder zur heißesten Liga Österreichs auf SchauTV Backstage. Fahren wir mal los, würde ich sagen. Auf geht's, wir spinnen uns nach Eisenstadt. So, das mit dem nach Eisenstadt spinnen hat nicht ganz funktioniert, weil der Tank leer ist. Das ist der einzige Grund. Also, herzlich willkommen in Sibirien. Unfassbar, wie viel Schnee da liegt, aber wir sind jetzt endgültig da. Ich muss noch meine 7 Sachen da schnell zusammenpacken. Raus aus dem dreckigen Auto. Unfassbar, aber wer geht schon im Winter Auto waschen? So, Frisur wird beim Fernsehen immer erst, oh mein Gott, ist da kalt und windig. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Frisur wird immer erst gemacht im Studio. Das macht dann nachher alles die Maske. Das ist auch alles, oh, Hand und Fuß hat. Bist du wahnsinnig? Rotschi. Andi. Lass mich da hängen. Wie war dein Wochenende? Ja, ist gut. Ist gut. Marco! Hallo! Der ist immer so grantig in der Früh übrigens. Wollt ihr nicht glauben, dass der nicht immer so ist. Heißeste Liga Österreichs mit Tommy Flügel heute vom SK in St. Pölten. Und da werden wir ein bisschen ernster plaudern müssen, obwohl er eigentlich gar nicht viel dafür kann. Ne? 10 Punkte aktuell in der Tabelle. Ich schaue mir das gerade alles an auf unserer Seite, auf heißeliga.at. 10 Punkte in der Tabelle. Marco, was haben wir sonst noch für Statistik bei St. Pölten? Viele. Viele Tore bekommen, ja? Falls du das meinst. Also ich bin jetzt gerade dabei, da die Vorbereitung zu schreiben. Sieht man das so halbwegs? Chefin ist da. Chefin sagt morgen. Morgen. Genau der Wind. Die Frisur ist zersaust. Kein 3 Liter. Schnell alles richten. Schnell alles richten. Ab mit den Masken. Okay, also machen wir nicht mehr. Das übertragen wir live auf SchauTV übrigens. Ich mache jetzt meine Vorbereitung und melde mich dann einfach später nochmal, okay? Oh, er hat es einfach nicht erwähnt und deswegen gehen wir jetzt nochmal hin zu ihm. Wir haben ihn begrüßt, Andi. Wir haben uns schon begrüßt. Ja, aber wieso sagst du mir nicht, dass du heute... Sturz! Flo! Wieso sagst du mir nicht, dass du heute Geburtstag hast, Andi? Ja, weil du das wissen musst, das ist ganz... Ich hab's komplett vergessen. Verdammt. Alles Gute zum Geburtstag! Und du hebst das jetzt für die Nachwelt auf, oder? Ja, Flo vergisst es immer! Der vergisst es immer! Was macht der Mensch? Man weiß es nicht. Bei SchauTV sind anscheinend alle verrückt. Wer bist du? Was machst du da? Wer bist du? Ich bin der Flo. Und du? Ja, ich Stefan. Wir fühlen uns voll gegenseitig. Ein Gummibärli. Der fliegt am Boden. Super. Okay, 1, 2, 3. 5 Sekunden Regel. 3 Sekunden. Harald! Wie alt die... Jetzt kann man sich in Plastik geben, oder? Wie alt war denn das? Was denn? Das Gummibärli, wie alt war das? Das weiß ich nicht, die liegen hier auf meinem Tisch. Ja, aber die liegen da schon lange, oder? Das ist möglich, aber ich dachte, für dich ist es noch gut. Nein, war es nicht mehr. Ach, schade. War es wirklich nicht mehr. Schade. So, jetzt kommt gleich unser Gast, Tommy Flügel. Und ich muss mich mal umziehen gehen, weil so kann ich ja nicht in die Schuhe und meine Haare machen und alles. Und in die Maske. Also, stelle ich euch jetzt da mal her. Weil da, das da, ist unsere Umkleide. So schnell funktioniert das. So, und jetzt ab in die Maske. In die Maske! Hallo. In die Maske! So! Oh. Schon wieder ein Sturz. Heute habe ich es mit den Sesseln ein bisschen. Danke! Bitte! Dankeschön! Tschüss! Nochmal? Tschüss! So, Maske ist auch fertig, jetzt schicken wir dann noch einen Marco rein, dass der das schneller legen kann. Und schauen jetzt erstmal da
Backstage in die Regie hinein, weil da ist der Hegi. Hegi! Grüß dich. Morgen. Hallo. Montag. Das sind doch so viele. Das sehen doch nichts. Frisst das eh? Das frisst regelmäßig das Mikrofon darum. Das ist, Hegi, erklär das mal ganz kurz. Was ist denn das da alles? Das ist dein Flugsimulator, oder? Da kannst du dann nachher herumfliegen. Und das ist alles Bildschirme. Und du? Was machst du? Ich mach heute den Ton da. Ton da? Den Ton da. Mach mal den Ton da. Jo. Ich mach mal jetzt dann da weiter. Das ist dann dein Arbeitsplatz da, gell? Andi! Oh, das ist nichts gescheit. Du hast halt Geburtstag, gell? Schon wieder, ja. Du machst nicht noch immer. Das ist auch ein neuer. Ja, der Andi hat Geburtstag. Geht's ihm gratulieren. Er ist jetzt heute, wie alt bist du geworden? Ein runder Geburtstag, das weiß ich. Ja, die fahren 30. 30. Habe ich gleich gewusst. Meine Vorbereitung ist jetzt fertig. Kommt da gerade raus. Marco, ich habe jetzt alles schon fertig. Da steht's, geschrieben, schwarz auf weiß. Tobi, du hast das Glück, dass du heute dabei bist bei Backstage Report. Von der heißesten Liga. Also super Maßkampf. Magst du einen Kaffee haben? Bitte. Gut, ich gehe Kaffee machen. Die wunderschöne Andrea ist aus dem Urlaub zurück. Andrea, heiße Liga Backstage. Ist das? Was ist das? Ah, das ist das Vorgang, ist ein Geburtstag, oder? Wer? Der Andi? Hast du auch Geburtstag? Nein. Wer hat das organisiert? Ja, keine Ahnung. Hat es wahrscheinlich der Andi organisiert. Okay. Der Andi hat nämlich Geburtstag heute. Was machst du da? Heiße Liga Backstage ist das. Okay. Hallo. Das ist die Beste, die Andrea ist die Wichtigste. Ich kenne mich voll aus beim Fußballspielen. Ich brauche einen Ness. Oh mein Gott, was ist da? Ich glaube, der Geschirrspüler ist kaputt. Wieso? Chaos! Andrea, hilf mir! Andrea! Der Geschirrspüler! Ja, wisch auf! Das ist typisch Mann, ja? Das kannst du ruhig herzagen. Das ist typisch Mann, ja? Einfach, Andrea! Mach! Ja? Was? Wir müssen den stoppen! Ja, wir stoppen ihn! Ja, wie machen wir denn das? Einfach ja, aufmachen jetzt einmal wisch ich das Wasser weg. Ja? Ja, aber da kommt ja immer mehr. Ja, ich weiß. Deswegen stoppe ich ihn jetzt. Du hast ihn nicht gestoppt. Aber vielleicht... Geh, 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 geh. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Das stimmt. Ich brauche nur einen Kaffee und damit kenne ich mich auch nicht aus. Zuerst wischst du das auf, dann kriegst du einen Kaffee. Aber ich muss in die Sendung. Ja. Eine schöne Untertasse. Schöne Grüße. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Ich schütze sicher aus. Ich bin immer so ein Spezialist im Kaffee tragen. Ja, ein Riese kenne ich ja. Ein Kaffee. Ich habe nicht ausgeschüttet. Bist du stolz auf mich? Ich bin extrem stolz auf mich. Aber ich glaube, dass sogar jetzt der Stadthalle noch besser besucht sein wird, weil die Anhänger allein schon, die Rapid-Anhänger, ja, wesentlich mehr sind. Mhm. Und auch die Austria-Anhänger sind mehr geworden. Also ich glaube, allein von der Seite her, und wenn heute noch Sturm Graz mitspielt, dann wird es schon recht heiß. Also dann hast du noch Sput gehabt dabei, Wiener dabei. Ja, dann wäre das so eine Hexenkessel-Partie? Ich denke schon, ja. Also Stadthallenturnier, ja, definitiv. Auf alle Fälle. Wieder auf Parkett? Wie auch immer. Wie Asphalt auch immer. Im Käfig? Ich glaube, wie auch immer. Und da vielleicht einmal was anderes, was Neues auszuprobieren, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja? Mhm. Weil die Leute wollen immer was Neues. Ja? Und die, vor allem die jungen Leute. Und die, ja, vielleicht findet man eine neue Lösung, wie man das handhaben kann. 5 gegen 5, 6 gegen 6. Hallenfußball. Wie hat sich der verändert, deiner Meinung nach? Von der Zeit, wo du gespielt hast und dein grandioses Tor gemacht hast, und zu heute. Was hat sich verändert? Naja, dadurch, dass ich hier noch als Bub auf der Bühne gesessen bin und diversen Legenden zuschauen habe dürfen, ein paar Haska, Polster und so weiter, muss ich sagen, von dieser Zeit bis zum Schluss, also bis jetzt vor kurzem dann, hat sich dieses schon sehr, sehr verändert, weil es ganz einfach um mehr Geld gegangen ist, weil es ganz einfach um mehr Prestige gegangen ist, weil das Ganze von den Medien ja viel mehr aufgebaut wurde, wurde natürlich auch dann schon schneller gespielt, es wurde härter gespielt. Aber den technisch natürlich schöneren Fußball haben noch Bohaska
und Co. gespielt. Dann sind wir in die Zwischenzeit hineingerutscht. Da ist aber schon etwas härter zugegangen. Dann wurde auch schon viel mehr taktiert bei uns. Also wenn wir halt Derby gehabt haben, war das Spiel schon ein ganz anderes. Astümer war immer schon vorne beim Golmer. Was es damals fast nicht gegeben hat, das haben alle Spieler immer im Spiel schon waren immer mit einbezogen. Und es wurde kaum einmal ausgeworfen zu unserer Zeit noch. Ja. Also dass der Golmer bis 4 wirft, war kaum einmal dabei. Was aber dann zum Schluss gang und gäbe war. Das heißt, der erste Spieler ist einmal tief gegangen, der wurde angespielt und dann sind zwei, drei Spieler nachgekommen. Und so viele Schüsse, wie es jetzt da gibt. Genau, das meint. Also die gab es früher auch nicht. Also früher hat man schon probiert, bis vor das Tor zu kommen. Und da gibt es jetzt halt das Pendant zu diesem typischen Hallen-Gig, nämlich das Futsal, wo du von der Weiden wahrscheinlich nicht viel ausrichten kannst mit einem Weitschuss. Weil das Handballtor musst du einmal treffen und der Ball ist auch schwieriger. Und da versucht man wieder dieses alte Hallenspiel eigentlich reinzubekommen, dass man bis vor das Tor spielt, dass man eben diese Bewegung auch in den Strafraum macht, dass man sich rechts, links neben den Toren aufstellt. Also das vermisse ich halt ein bisschen, ja. dass die Spieler auch ein bisschen cleverer agieren. Sind wir fertig? Nein, noch lange nicht. Was heißt noch lange nicht? Der Einzige, der fertig ist, bist du. Ja, richtig. Weil ich der Chef bin, deswegen bin ich fertig, richtig? Genau. Verlassen Sie das Büro, machen Sie den eisernen Vorhang zu. Jawohl, Büro verlassen, eisernen Vorhang zu machen. Brauchen wir eine Jacke? So. Vorhang schließen. Binden. Das war ein Tag Backstage bei der heißesten Liga Österreichs, so wie alles passiert, und auch noch ein sehr, sehr tolles Gespräch mit dem Tommy Flögel dazu bezüglich dem Stadthallenturnier. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen, bitte, würde mich sehr, sehr freuen, und abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns dann am Samstag, also für mich Samstag, wahrscheinlich wird es dann erst am Sonntag online kommen, beim Hallenmasters in Oberwart, wo wir beim Hallenturnier mit dabei sein werden, wo wir Live-Sendung machen, also live senden, und euch nehme ich da auch wieder Backstage mit, dass ihr sehen könnt, wie so eine Live-Produktion bei uns ausschaut. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.